Moin moin meine Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft-Video von mir. Heute geht es um die wohl coolsten Ozeanbewohner in Minecraft, die werten Delfine. Ich werde euch alle wichtigen Informationen in diesem Video hier vermitteln. Welchen Nutzen haben die? Kann man die paaren? Wo findet man die? Etc. pp. Also starten wir einfach mal mit den allgemeinen Informationen rein. Delfine kann man nicht paaren und die Frage haben sicherlich viele von euch gehabt. Das geht leider nicht. Die müsst ihr wirklich einzeln im Ozean finden oder halt in ihren Grüppchen. Die sind immer von 3 bis 5. Also 3 bis 5 ist so die Gruppengröße. Kommen wir gleich noch zu. Und ja, da müsst ihr die halt einzeln herholen bzw. mehrere anleihen und dann wegschwimmen. Wie ihr seht, geht das nämlich mit dem Anleihen. Ich muss da eben nach oben, weil die brauchen nämlich auch Luft und die sollen ja hier nicht ersticken. So, mal eben kurz auf Tag setzen. Sie springen aus dem Wasser und können so auch in ein Nachbargewässer springen. Manchmal springen sie aber auch aufs Trockene und sterben. Und das ist besonders ärgerlich, deswegen, wenn ihr so eine kleine Kuppel für die baut oder so, ist das ideal. Also wenn ihr so eine Wasserkuppel für die machen wollt. Allerdings brauchen sie halt Luft, sie müssen immer hier oben hinkommen. Deswegen, da solltet ihr auf jeden Fall drauf achten. Eine Wasserkuppel nur mit Wasser wird nicht möglich sein. Da werdet ihr sehr schnell tote Delfine haben. Und ja, würde ich sagen, machen wir mal weiter. Im Wasser können sie nur überleben, wenn sie circa alle 4 Minuten Luft holen. Das hatten wir gerade schon, sie brauchen Luft zum Überleben, deswegen da auf jeden Fall drauf achten. Und ja, Delfine werden durch im Wasser schwimmende Gegenstände angelockt und spielen mit ihnen. Das habe ich ehrlich gesagt schon versucht, ich habe das nicht erreichen können, also bei mir haben sie dann gar nichts gemacht. Deswegen, da kann ich leider nicht so viel zu sagen. Das war bei mir nicht der Fall. Könnt ihr gerne aber mal in die Beschreibung bzw. in die Kommentare packen, ob das bei euch der Fall war. Und ja, dann geht es gleich mal weiter. Delfine kommen in normalen, warmen und lauwarmen Ozeanen und den entsprechenden Tiefseevarianten in 3- bis 5er Gruppen vor. In den Tiefsee spawnen sie häufiger als in den flächeren Ozeanen. Leider hatte ich im ursprünglichen Video vergessen, es zu erwähnen, deswegen hier nochmal dieser kleine Einspieler. Und zwar, Delfine kann man nicht zähmen. Man kann sie zwar mitbringen, beziehungsweise man kann ihnen zum Beispiel ein Gehege bauen, in Anführungszeichen, muss man auch überdachen und so weiter. Aber wenn man das nicht macht und sie einfach so im Ozean schwimmen lässt, dann kann man sie nicht wirklich zähmen. Also man kann das machen, was ich hier im Video zeige und das war's dann halt auch. Wirklich wie Katzen oder Wölfe etc. pp. Werden die ohne Mods niemals sein. So, und damit hätten wir die allgemeinen Informationen auch schon abgehakt und jetzt kommt es zu dem Part, auf den ihr sicherlich gewartet habt, und zwar der Nutzen von Delfinen, denn die haben einen Nutzen. Wenn wir jetzt mal in den Survival-Modus gehen, hier einmal kurz so eine Potion schlucken, so, damit wir nicht ertrinken. Zack. Ey. Das wäre, glaube ich, der falsche Trank. So, jetzt haben wir es aber. Also, wo haben wir hier den Delfin? Genau, der ist noch in der Nähe. Und wenn ich jetzt Steuerung drücke, seht ihr, ich habe einen richtigen Speedboost hier. Und wenn ich immer in die gleiche Richtung gehe, das zeige ich euch mal eben, dann wird er nicht abhauen. Wenn ich jetzt Steuerung drücke und einfach in die Richtung hier abdüse, dann wird er hinter uns bleiben. Da, seht ihr? Der verfolgt uns dann und gibt uns diesen Speedboost, den ihr oben rechts sehen könnt. Das ist so ein Delfinzeichen halt. Das ist der erste Nutzen von dem. Ihr könnt euch damit sehr, sehr schnell hier durch den Ozean bewegen. Jetzt allerdings brauchen wir mal eben kurz noch einen Delfin. Weil den finde ich jetzt eh nicht wieder. Und zwar werden wir dem mal eben kurz einen rohen Kabeljau geben. So. Wenn wir das gemacht haben, wird er nach vorne düsen und er wird jetzt einen Schatz für uns suchen. Das sind nämlich perfekte Schatzjäger. Und als Dankeschön für den rohen Kabeljau werden sie jetzt einen Schatz für uns suchen. Da müssen wir jetzt erstmal hinterher kommen. Das ist teilweise gar nicht mal so einfach und stellenweise hatte ich auch schon, dass sie einfach keinen Schatz gefunden haben oder mich zu irgendeiner Stelle navigiert haben, die einfach total Bullshit war. So, jetzt hat er sich hier oben hinbewegt. Und jetzt ist halt die Frage, wo hier ein Schatz ist. Und da sehen wir auch schon etwas. Und zwar sehen wir hier, oh, ich kann das nicht erkennen, was das ist, aber hier ist ein Schatz. Ich glaube, das ist ein kaputtes Schiff hier. Genau. Und da hat der Delfin uns jetzt hingeführt. Zack, haben wir hier schöne Sachen, eine Lederkappe etc. pp. Ist jetzt auch egal, was da drin ist. Auf jeden Fall haben wir einen Schatz gefunden durch den Delfin. Und wollen wir den Delfin jetzt nach Hause bringen, dann kann ich euch nur empfehlen, euch so eine Leine zu machen aus einem Schleimball und ein paar Fäden. Könnt ihr auch nochmal im Wiki nachschauen, wie das Rezept genau ist.
Auf jeden Fall müsst ihr dann hier so einen teilnehmen. Und wenn ihr jetzt so wie hier ganz viele Gegner habt, ist so ein Delfin auch genial, denn ihr kommt ganz schnell weg, wie ihr seht. Ihr könnt einfach Steuerung drücken und richtig schön upspeeden hier. Und dann seid ihr ganz schnell weg. Das Ding ist, wenn ihr den jetzt haben wollt, dann müsst ihr hier am besten so eine Leine dran machen. Die habe ich jetzt kaputt gemacht. Aber das ist auf jeden Fall, wie man das am besten hinbekommt. So, wir gehen eben auf Creative, damit das hier nicht so nervig mit denen wird. Und ich euch einfach mal zeigen kann, wie man das genau macht mit der Leine. Man geht dann einfach zum Delfin hin. So, mal eben kurz hin. So, zack. Und dann macht man einfach die Leine dran. Und dann bewegt man sich einfach weg zu dem Punkt, wo man sie halt haben möchte. Allerdings ist es vorher notwendig, dass man ja eine Kuppel baut oder irgendein Zuhause für die, wo sie halt nicht rausspringen können. Deswegen, ihr müsst auf jeden Fall das Ganze überdachen, weil die können rausspringen und die werden teilweise auch irgendwo hinspringen, wo sie sterben können. Ansonsten kann ich noch empfehlen, beziehungsweise ich weiß nicht, ob das zu 100% funktioniert, aber hier können sie halt auch rausspringen und sterben. Ansonsten hier mal einen Zaun hin und die da festmachen. Das wäre eine Idee. Ob die da sterben, kann ich jetzt nicht mit 100%iger Wahrscheinlichkeit sagen, aber es ist eine Idee. Die ist mir halt so gekommen, während ich das Video gemacht habe. Aber das möchte ich jetzt, sag ich mal, nicht zu 100% empfehlen. Da könnten die eventuell sterben. Ich würde sagen, vorher bereitet ihr alles vor und dann holt ihr die Delfine. Und ja, das war's auch schon zu den Delfinen, meine Lieben. Ich wünsche euch auf jeden Fall sehr viel Spaß noch in Minecraft. Hat das Video euch gefallen, dann Däumchen nicht vergessen und weitere Guides zu Minecraft findet ihr auf meinem Kanal. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr reinschaut. Bis dahin, ich wünsche euch was und tschüss.